Ja, okay. What? Oh, wie viele Zombies? Da könntet ihr sehen, wie übertrieben viele Zombies es hier gibt. Ich bin bei welchem Raumschiff? Bei den Doppelraumschiffen? Ja, genau. Bist du noch? Ich fliege hier. Da ist ein Boss Creeper. Siehst du das, lernen wie viele? Ja. Da ist ein Boss. Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute spielen wir unser eigenes Modpack Future Time. Ja, ja, hey ho. Jo, hallo. Was ich kurz erzählen wollte, ist, dass wir Crazy Craft leider nicht weitermachen können, weil das einfach arg rumbuggt. Ich habe schon wirklich Stunden, weiß nicht, 12 Stunden damit verbracht, die Kacke wieder hinzukriegen. Manchmal funktioniert es, dann fängt es wieder an zu buggen und da haben wir einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen haben wir uns ein eigenes Modpack erstellt. Link ist natürlich in der Beschreibung. Leider mit Tacket geht's nicht. Wir kriegen es irgendwie nicht hin. Wenn einer weiß von euch, wie es geht, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr einen besseren Namen als Future Time findet, dann schreibt den auch in die Kommentare, weil wir sind selber nicht so ganz. Ja, vorerst, wir sind hier in der Savanne. Ja, Savanne. Hier sind Halo-Raumschiffe vom Halo-Mod. Und die wurden hier gespawnt. Und wir haben, ich gehe das. René, hast du die Kiste leer geräumt? Wir haben zufälligerweise sogar hier drei. Richtig geil. Ja. Jeder hat einen Quad. Weil am jedem Halo-Raumschiff ist ein Quad. Ja. Ich habe Health Pack, ich habe Shield Protector, Small Round, Granaten habe ich. Ich habe auch Granaten, ich habe eine SMG. Ey, SMG habe ich auch. Giraffen. Nicht damit. Oh. Und wenn ihr euch wundert, warum wir Steintools haben, das haben wir, ist, weil wir hier als ein paar Plugins aufgemacht haben, so wegen zum Beispiel Essentials, da hat man die halt so standardmäßig drauf. Haben uns gedacht, wir lassen sie jetzt einfach. Okay, wollen wir jetzt erstmal ein bisschen damit rumfahren oder wollen wir, Ich hab den Spawn markiert. Lass mal nach irgendwas gucken. Oh. Hat jeder einen Quad? Ja, das ja, die Mann, das macht Schaden. Ah! Oh! Ich. Giraffe auf den Quad! Ey, da hinten ist ein Boot. Wo? Da. Auf dem Wasser. Mhm. Ey, ich bin gestorben! Ach, da! Ja, und, Keep Inventory drin. Ja. Komm mit. Ja, ich lese mal kurz eine Liste der vorhandenen Mods, also so gleich im Laufe des. Was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn ihr Mods hinzufügen, also wenn ihr Mod-Vorschläge habt, schreibt sie rein. Wir können sie dann, wenn wir sie auch gut finden, werden wir sie dann ins Modpack einbauen und ein neues Patch. Leon, ja. Da hinten ist eure Mutter. Yeah, hallo Mama. We are ja, family. Zum Beispiel drin in dem Modpack sind Armor Status Hub. Status Effect, Animated Players, Backpack, Battle Tower, auf mich zu schlagen, Zombie, das ist nicht nett. Ich war gerade am etwas vorlesen. Oh, geil. Dankeschön. Könnt ihr mir eure Koordinaten sagen? Nein! Minus 440 plus 440. Okay, ich habe alles hier kaputt gemacht. Ich bin ein Zombie. Und ich brenne! Leon, ich brenne! Ich muss mich schnell zurückmachen. Gut. Okay, René, mach weiter. So, weiter. Buffed Tools. Also das erkläre ich mal kurz. Warte, soll ich das... Okay. Buff Tools ist zum Beispiel, wenn wir uns Rüstung oder Tools und Schwerter, was ich alles mögliche droppen, wird ein random Buff hinzugefügt. Ey, da fährt ein Quad ohne. Ja. Wirklich cool. Ey, ihr habt euren Quad hier stehen lassen. Ja, ja, wir waren beim kurz in der Dings. So, weiter. Ich bin ein Zombie. Not enough items. Dragon Mount. Dummy Core. Was ist Dummy Core, Leon? Das ist einfach nur Mod für andere Mods, sowas wie irgendwie iChang. Wie Forge oder wie Forge. Ey, ich hab hier ein Erz schon. Ey, hier ist die geile Mine. Wo war ich? Dummy Core. Dungeon Pack. Das sind zum Beispiel das mit den Booten. Extended Render. Ja. Warte kurz. Das muss man eigentlich nicht erklären. Irgendwas ist gerade fail. Ich hab gerade wahrscheinlich irgendwas überfahren. So. Extended Render, wo geht's weiter? Da, Mob Amputation, Legendary Beasts, Gravity Gun, Halo Craft, Icho Ulti. Was? iChang Utility? Ach so. Oder? Ja, das ist einfach nur für Gravity Gun und. Oh, geil. Das könnte Gravity sein, dass das das heißt. wo war ich? Infernal Mobs, Inventory Tweaks, lots of Mobs, Lucky Block, Magitech Max. Achso, Max, ja. E-Took, Morph Mods, Portal Gun, Sync, Twilight Forest. Da werden wir wahrscheinlich relativ viel Zeit drin verbringen, weil es geil ist. Ja. Was soll Vial? Weiler, das ist der Mod, wenn du auf dem Item oder auf dem Mob halt, das Teil halt angezeigt wird. So, okay, das, komischer Name für einen Mod. Ja, ist wirklich so.
Gut, wo war ich? Da, Weather and Tornadoes, Sans Minimap und last but not least, Zombie Awareness. Ja, das ist mit einer der geilsten Mods, den habe ich also, kurz vorgestellt. Also, wir können ja mal so die geilsten Mods vorstellen, also Weather and Tornadoes, klar, es können Tornadoes auftreten. Hehe, das wird ganz witzig. dann ich glaube, Nico wird uns trollen. Nein. Ja, kann man eigentlich nicht, das kann dann man dann dieser Zombie Awareness Mod, das ist halt, den hat Leon vor kurzem vorgestellt. Leon, du kannst ihn ja mal kurz erklären. Ja, ich bin jetzt gerade ja in der Mine zum Beispiel und es ist so, dass ich, wenn ich zum Beispiel hier welche abbaue, dann hören uns Skelette und die kommen dann einfach. Oder wenn ich eine Fackel platziere, dann sehen wir uns von ganz weiten Zombies. Oder wenn man geschlagen wird, das Blut, dann verliert man Blut. Ja. Und das zieht dann auch Zombies an, die riechen das sozusagen. Also wirklich sehr, sehr geil. I can smell you. Dann weitere Mods. Sag mal ein paar geilere, weitere Mods. Ja, Twilight Forest ist klar. Neue Dimension. Ich habe hier Titanorb vom Halocraft Mod. Dafür brauchen wir aber Eisenspitzhacke. Ja, okay. Ich habe mir die Mine markiert hier. Junge, die Mine ist so geil, ne? Ja. Ja, aber relativ klein. Außerdem ist das eine Höhle und keine Mine. Für mich ist alles eine Mine, was mit Ors zu tun hat. Also Leon, Kisten, in denen Ors sind, sind für dich also auch Minen? Ja. Ja, wenn ihr Ideen für, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt, wenn ihr Ideen für Mods habt, ja, egal, dann, sag trotzdem nochmal. Dann sagt sie uns einfach, weil, also die müssten halt auch zum Setting passen. Und auch Multiplayer-kompatibel sein oder mit anderen kompatibel. Mods. Also wir zum echt, Setting des Modpacks, ne? Genau. Also es geht halt allgemein um Zukunft, Modpack, hauptsächlich Zukunft, also natürlich auch ein paar andere Sachen rein. Und es kann halt auch ziemlich verrückt werden, das ist auch okay. Hauptsache, es macht Spaß und es ist einfach richtig geil, das Modpack. Und in der Beschreibung, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon eine Server-Version rausbringe, also ob ich da schon eine verlinken werde. Muss ich schauen. Wow, Leon erscheint mich nicht. Ja, dann könnt ihr es auch mit euren Freunden spielen. Und ja, das ist sozusagen noch in der Beta-Phase dieses Modpack. Mhm. Wir haben schon Beta-Tester gehabt. Ja, und jeder von euch kann auch Beta-Tester werden. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was halt auch sonst noch so das Modpack besser machen könnte, auch noch alles, ne? Alles, was konstruktiv ist, einfach mal alles in die Kommentare hauen. Nein, nein, keine Kritik. Ja, sicher. Nicht konstruktive Kritik auch. Ja, das okay. Leon, das auch. Kritik ist nicht nur schlecht, das ist dir klar, ne? Ja, das ist mir schon klar. Hat jemand was zu essen? Ich hab nur 7 Tomaten. Ja, ich hab gar nichts. Ja, geh mal bitte. Ich hab nur Kürbis, daraus können wir Kürbiskuchen machen. Da. Ich geh mal die Giraffen gleich killen. Hier fehlt ein Quad, oder? Nein, hier ist noch eins. Also sind hier 3? Ja. Okay, ich kill die Giraffen. Wir müssen aber auch einen guten Platz zum Siedeln finden, ne? Ja, ich würde sagen, wir siedeln in einem ganz normalen Biom, weil irgendwie. Kennt man halt. Das habe ich ja gebracht. Ich persönlich würde hier schon bleiben. Na, hier gibt's nicht so gut so viele Ressourcen und Bäume und Holz halt nicht so. Ich kann fliegen. Das geht. Ich kann fliegen. Warum? Ich bin eine. Was bin ich? Fliege. Fly, eine Fliege. Okay. Der Morph funktioniert bei uns leider immer noch nicht so ganz bugfrei. Ich glaube, das liegt am Mod selbst. Irgendwas mit Multiplayer. Ja, wissen wir jetzt auch nicht, woran es liegt, aber es ist auch nicht so schlimm. Kann man ach ja, wenn ihr im Inventar diese Zombie-Köpfe oder so seht, das ist vom. Die hier. Mietok-Mod, also vom Butcher-Mod. Genau. Ja, die kann man nämlich dann nachher so auf an so Haken aufhängen und dann bringen kann man die essen, so also so richtig essen. Also so. Coole Sache, ist das echt? Ja. Okay, wollen wir hier langsam mal irgendwie anfangen, Holz abbauen, wir brauchen Holz. Ja, ich hab schon ein bisschen abgebaut. Ich sterbe schon wieder. Ja, ist gut. Also ich finde auch wirklich, unten links finde ich auch richtig geil. Ich kann einfach sehen, wie meine Spitzhacke, wie oft ich die noch benutzen kann. Mit diesem Mod einfach richtig geil. Das ist der Armor-Status hat. Dann gibt es noch den Armor-Status-Effekt, den haben wir auch drin. Der zeigt dann rechts an, was für Effekte man hat, ohne dass man ihn drücken muss. Leute, ich brauche ganz dringend was zu essen. Ich habe noch ein Herz und heile mich nicht mehr. Ja, dann bring dich um, das ist besser. Nein. Weil jetzt müssen wir erstmal unser Essen echt sparen. Nein, ich will nicht sterben. Jeder muss mal sterben, René.
Außer ich bin unsterblich. Ich bin ein Gott. Ich würde mal sagen, wir brauchen irgendwann mal ein Haus. Ja, und ich finde, ein Haustier in der Savanne wäre schon geil. Ein Haustier oder ein Haus? Ein Haus in der Savanne, hier irgendwo, ja. Aber hier gibt's keine Wolle, wir müssen uns... Was habe ich jetzt umgebracht? Leon, kannst du mal irgendwie auf Inspektion gehen und... Leon, kannst du irgendwie irgendwelche Viecher suchen, also so im Sinne von Schafen oder so, damit wir Wolle haben? Ja. Ist das irgendwie was mit Large Biomes oder so? Eigentlich nicht. Weil die Savanne ist verdammt groß. Ja, das ist einfach vom Lots of Mobs. Genau, das ist einfach davon so. Okay, der Server hat gerade ein bisschen geleckt. Na, das Fahren mit den Halo-Bikes ist ein bisschen laggy, aber es ja, geht schon. Ja, naja, aber das Modpack ist auch... Ihr solltet jetzt keinen richtig No-Name-Server haben, also... Wenn ihr einfach Nitrado habt, ist okay. Ich habe meine Giraffe getötet. Wollt ihr fliegen, dann kommt zu mir. Ja, gleich. Junge, ich habe gleich ist weg. Richtig viel Kohle. Ja, ich baue noch ein bisschen Holz ab. Ach, ich habe eine Giraffe getötet. Jetzt bin ich eine riesige fucking Giraffe. Ich morph mich mal wieder zurück. Aber hier sind irgendwie keine Zombies in den Höhlen, ist mir aufgefallen. Doch. Doch, ich wurde gerade von zwei Skeletten angegriffen, also von daher. Ja, vielleicht ist das ja durch dieses neue Biom hier ein bisschen. Das ist so viel spawnt. Genau. Außerdem ist die Nacht gleich auch schon vorüber. Und? Ich schaue mich mal um, vielleicht finde ich ja noch einen neuen Biom. La 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 la. Ey, da hinten ist ein ganz normaler Grasbiom. Terrain. Oh, Creeper! So, ich muss mal das eben hier markieren. Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. Deine Mine. Ach ja, und schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen würdet an Länge der. Oh, ich bin gestorben. An Länge der Folgen. Ja, also so 30 Minuten Parts. Ja, ich würde sagen. Nein, ich würde das schon so auf maximal 25 Minuten beschränken. Weil wir müssen auch an uns denken. Ja, what? Okay. What? Oh, wie viele Zombies? Tötet es. Okay. Bevor es Eier legt. Also wenn ihr jetzt mal zu mir kommen würdet, dann würden. Wo bist du denn? Bei den Halo-Raumschiffen. Da könntet ihr sehen, wie übertrieben viele Zombies es hier gibt. Ich bin, bei welchem Raumschiff? Bei den Doppelraumschiffen? Ja, genau. Bist du noch? Ich fliege hier. Da ist ein Boss-Creeper. Siehst du das, Leon, wie viele? Ja. Da ist ein Boss-Creeper. Also das, dieser... Boss-Creeper. Warte, mal ein bisschen leiser. Das ist einfach durch den Awareness-Mod da, dass die Zombies alle angezogen werden. Und das ist ein Lucky-Block, Jungs. Leute, wo seid ihr? Ich habe Angst. Ja, ich komme nicht zu meinem Quad. Ja, ich auch nicht. Vor meinem Quad steht ein Zombie-Creeper. Ich hab den Kopf abgehauen, jetzt stirbt er. Vor meinem Quatsch steht ein Boss Creeper. Genau, wir haben noch den Mob Amputation Mod, richtig geil. Hab ich doch gesagt. Ja, aber es ist irgendwie untergegangen. Schön auf den Kopf zielen, dann gehen die sofort kaputt. Seid ihr, ich hab Angst. Sag da hinten seid ihr. Okay. Wow. Yeah, ich bin in eine Mine gefahren. Alter, da sind ja echt drei Raumschiffe direkt nebeneinander. Das ist crazy. Ah, wenn der Name Crazy Croft noch nicht vergeben wäre, ne? Also für Modpack. Ja, und wir haben extra drauf geachtet, dass wir... Wir haben extra darauf geachtet eigentlich, dass wir keine das Modpack, Mods... Genau. Ja, das ist nicht wie Crazy Croft wird. Genau, das ist unser ganz eigenes Ding. Wir haben die Mods genommen, die wir cool fanden. Und... Ja. Ich bin doch einer von dir! Ich bin doch dein sozusagen. Freund! Ich bin doch dein Freund! Töte hallo! Mich nicht. Hallo! Kann man das Quad abbauen? Na, weiß ich nicht. Kommt ihr zum Lucky Block? Mod? Block? Kommt jetzt zum Lucky Block? Wartet. Da ist Nico, ich seh dich aber nicht. Es blutet hier. Blutet. Wo seid ihr? Seid ihr der Creeper? Spring mal hoch. Ich seh dich. Ja? Ich fliege hier, ne? Wo ist der Lucky Block? Hier. Komm mit. Du musst an den Zombies vorbei, ne? Warte, komm auf. Komm, meine Vasallen! Was hättest du mich? Du fliegst da rum. Ich kann doch nicht gucken, wen ich hätte. Nein, René! Und. Ich bugge, muss kurz reconnecten. Ja, Leon, wenn du direkt von mir rumfliegst. Okay, wo seid ihr? Nico, du standst direkt. Du bist ein Idiot, weißt du das? Da fährt ein Quad lang. Ja, okay. Nico hat damit gerade einen Creeper zum Explodieren gebracht. René, du hast mich getötet. Zombie-Boss. Das finde ich auch sehr cool. Jedes Mob, was hinzugefügt. Jedes Mob, was hinzugefügt werden kann, ein Boss werden. Also prozentuale Chance, auch wenn wir zum Beispiel, ich sterbe, ein Eichhörnchen. Ich sterbe immer noch.
Ich hab eine Eisenschaufel bekommen. Kommt mit. Hier lang. Kommt hier lang. Seht ihr mich? Bei mir stehst bekommen. Du hier rum. Nein, das bin ich nicht. Das ist René. Guck hier, Nico. Ich fliege doch hier vor. Siehst du mich? Nein. Komm, René, hier. Guck mal links von dir. René, hier. Siehst du mich? Nein. Hier. Ich guck einfach auf die Map. Ja, okay. Ah, okay, ich seh dich. Ja, kommt hier hin. Hier ist nämlich ein Lucky Block. Wartet, den müssen wir noch töten. Töten. Alter, wie viele Zombies? Ich bin eine Fliege auf einem Quad. Ich seh's gerade. Kommt her. Und? Oh, ein Cake. Ein Kuchen. Nein. Oh. Du Wichser. Ja, ich hab die auf. Go and die. Eat shit and die. Das ist das Problem. Jetzt kann ich mich nicht mehr in den Dings morphen. Ja, das habe ich auch. Das ist echt ein bisschen kacke. So, lass uns jetzt einfach mal irgendwo hingehen, wo Menschen überleben können. Wie wäre es, wenn ihr jetzt einfach mal zu mir kommt, weil ich an einem Grasbiome bin mit sehr schönen vielen Bergen, wo man schön Häuser bauen kann. Wenn du uns sagen würdest, wie wir zu dir hinkommen würden. Ich bin bei den Koordinaten. Minus 368 plus 190. Aber, Alter, wie viele? Shit. Und die sehen wenn alle. Ihr die Map groß macht, ich bin 190. Auf der anderen. Kommt einfach zu mir. Ich muss eben meinen Quad holen. Mein Quad ist sowieso verloren. An dem steht ein Creeper-Boss, mit dem will ich mich nicht anlegen. Scheiße. Mein Quad ist auch verloren. Mein Quad hängt im Bau. Scheiß doch auf die. Nico, renn, Nico. Wo lang müssen wir? Weiß ich nicht, René. Plus 190. Ach, da ist René. Da ist René. Ich bin hier auf dem Raumschiff. Ja, ich sehe dich. Und wo lang jetzt? Dort sind die Bäume. Folgt mir zu den Bäumen. Aber ich finde hier eigentlich schon ziemlich geil, die Gegend. Aber oder wollen wir so an der Grenze leben? An der Grenze. Gut. Aber hoffentlich sind da keine Selbstschussanlagen. Oh, Sentry Guns müssen wir so machen. Oh, wo Ja, René, wo lang? Das ist es doch. Ist nicht. Bist du Blindfisch? Ach da, ja. Hier ist auch eine Mine, okay, cool. Ja, hier sind ziemlich viele anscheinend. Aber ich finde, hier kann man richtig geil bauen. Guckt euch das doch mal an. Da in der Klippe zum Beispiel, ne? Ja, da passen bestimmt viele Sentries hin. Wollen wir erst drüber gehen? Ich komme, kommt, ey, was? Ich komme, ja, ich komme. Ey, warum bin ich René, ey? Schande. Go and fuck yourself. Ich glaube, das war jetzt auch schon eine relativ lange Folge, richtig? Nein. Boah, mein ganzes Inventar ist voll mit diesen Zombie-Köpfen. Bei mir auch. Mein komplettes Inventar ist voll. Kann mir jemand ein Crafting-Table machen? Ja. Wer hat Holz? Mach. Ja. Dann mache ich einen Ofen und ich habe 51 Leute, ich habe die perfekte Komm mit, Nico, nicht platzieren. Location für ein Haus gefunden. Wo? Ah, warte. Da. Ach, da oben bist du. Durch das mal rein. Kann man da nicht geil ein Haus bauen? Wo? In den Berg da rein. Hey, dann brauchen wir Portal Gun. In den Berg da rein? Da, hier. Da. Oder da? Hey. Oder da? Weiß nicht. Oder hier, nee. Guckt euch das doch mal an. Bisschen zu dicht, finde ich. Und zu dunkel. Aber dann kannst du nur von einer Seite angegriffen werden. Wenn wir ein Haus haben, das ist egal. Wir werden da schon nicht angegriffen. Kommt mal mit. Ich würde sagen, wir haben noch so Mobs drin. Also. Kommt mit. Guckt auf die Karte und kommt. Oh. Fertig. Warte mal. Ey, hier sind Hühner. Free. Komm hier, Hund und Chicken. Oh, Leon, pass auf, dass ich dich nicht kill, ne? Ja, du siehst doch, dass ich hier oft springe. Gib dem Chicken. lass mal das Haus nicht hier so eingeengt. Ist viel zu eingeengt, finde ich. Boah, guck mal auf die Map, Alter. Ja, was? Ja. Was denn? Überall, wir sind gerade umringt von Mobs. Ja, aber die sind Untertag. Bei mir zeigt der voll wenig an. Bei mir auch nicht so viele. Bei mir richtig viele. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach irgendwo hin. Da, totes Hühnchen. Kommt ihr? Hier oben hin? Ich hab ein totes Hühnchen aufgesammelt. Nein, lass das hier bauen. Da unten ist ein lebendes Hühnchen. Hühnchen. Tötet es, bevor es Eier legt. Lass hier was machen, komm. Nein, es sollte auch Eier legen. Oh ja, stimmt. Kommt hier hin. Hier? Okay, Nico, hast du eine Kiste? Machst du eine Kiste? Nee. Oh, da hinten ist ein Enderman. Ja, ich mach kein Holz. Enderman, ich hab Angst vor dem Enderman. So, ich hab 51 Eisen, ne, schon gesammelt. Und 62, 63 Kohle. Ich war fleißig.
Nico ist eine fleißige Biene. Ja, ich könnte jetzt richtig einfach mit dem Essen gehen in dein Gesicht, Leon. Einfach in dein Gesicht. Nee, das ist gar nicht Leon. René ist das Hühnchen. Nee, das meinte ich auch gar nicht, eigentlich. Leon, du hast eine Kiste. Machst du eine Kiste? Was hab ich aufgesammelt? Ich muss ein paar Sachen droppen, weil mein Inventar. Oh, ich. Okay, Granate werfen ist nicht so gut. Oh, ein Lauf. Kuchen! Ist weg. Da, hier kommt was, was ich rein. Und ey, nicht, jetzt liegt hier Blut. Nee. Okay. Ich würde sagen, in die kleine Kiste kommt alles mit toter Zombie, totes Chicken. Da kommen diese Items rein. Oh, ja, weil ich glaube, wir brauchen eine Doppelkiste. Warum kann man das eigentlich nicht stacken? Ich weiß es nicht. Also die Zombies kann man nicht stacken, aber die Hühnchen schon. Halt so ist. Dann lass die doch mal demnächst hier gleich irgendwo aufhängen, die Dinger. Granate! Ja. Das wäre jetzt unnötig. Ja. Ich hab davon 30 Stück. Trotzdem. What? Ich hab nur eine. Granate. Ich hab auch nur eine. So. 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 Okay. Wie macht man nochmal Kürbiskuchen? Weiß ich gar nicht mehr. Das Zuckerrohr. Ich hol mal kurz Zuckerrohr und dann bauen wir es hier an. Scheiße, jetzt hab ich die Kürbisse wieder aufgesammelt. Komm, jetzt schwimmen wir schön. Yeah. Wie kann man die Sachen nochmal aufhängen? Mit einem Meat-Hook. Dafür brauchen wir so einen Hook, warte. Ich hab eine Eisenschaufel mit 2 Effizienz. Ja, ja, das ist richtig geil. Ist richtig geil, wenn man die hast gerade gecraftet, ne? Ich? Nein, die habe ich eben gefunden. Bei einem Zombie-Boss. Leute, okay. Ich würd sagen, wir machen jetzt hier die Bäume noch weg. Okay, ich mach den hier. Okay, ich mach den hier. Ich mach den weißen. Leon, du Rassist. Ich hab mir gedacht, dass das kommt von dir, René. Leon macht. Leon ist sich als zu fein, die braun zu machen, ne? Ja, können ja andere machen. So. Leon, wenn die Eier von glücklichen Hühnern kommen. Oh ne, das ist jetzt mies. Nur so, falls ihr jetzt maximal pigmentiert seid, sag ich jetzt mal politisch korrekt ausgedrückt, fühlt euch nicht angegriffen, es ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur. Ne? Also wir haben nichts gegen Schwarze, zumindest nichts Effizientes. Effektives, Leon. Ja. Ich wollte jetzt hier ein bisschen, ne, du weißt schon, clever wirken mit Wörtern, die ich nicht weiß, so ein bisschen Photosynthese. Und Photosynthese und ja. So, ne? Ja. Bisschen Photosynthese. Es kommen Zombies rüber. Wir brauchen das ist einfach unbedingt. So krass, ne? Die sehen einfach aus so einer Ferne. Wir brauchen einfach so eine Kack-Sentry-Gun. Ich weiß, sie mit Smashed Bugs. Weiter, René. Yeah. Lauf, René, lauf! Warum wirft der Granaten? Wieso? Ich hab genug. Nein, man kann nie genug haben. Nie wieder welche. Apropos. Ich mach noch eine Kiste für Nahrung. Ja, mach mal, weil ich hab ein bisschen was. Und. Doppel-Klee. Und ich hab gar nichts. Ich hab sogar auch eine Pferderüstung, ne? Was ist das denn? UNSC Power Generator. Ja, das ist vom Halo Mod. Ja, klar, aber was bringt der? Was bringt denn der Shield Projector? Ich weiß es nicht, das werden wir herausfinden, um Sachen zu craften, wahrscheinlich die Rüstungen. Okay, Leon, weißt du, wie viele Minuten wir schon aufnehmen? Ja, über 20 locker. Okay, dann ja, würde ich sagen, ich glaube, das war's dann auch mit der ersten Folge. Ja, ja. Und drückt den Like-Button. Genau, ja, also schreibt alles in die Kommentare, was euch einfach einfällt zum Modpack. Jetzt nicht irgendwie so eine Scheiße, wirklich nur konstruktive Sachen. Konstruktive Scheiße. Genau. Okay, genau, dann würde ich Leon, sagen, Scheiße. Bis zum nächsten Mal und Leon dreht einmal um. Hasta la vista, baby. Ah!